mit dem Megafon gegen Rodler. Zu Tausenden strömen am Wochenende Familien in die Berliner Parks zum Schlittenfahren und Schneemann bauen. Mit dem Mindestabstand nimmt man es dabei ausnahmsweise mal nicht so genau. Zu groß ist der Wunsch nach einer Lockerung des Lockdowns. Ich hoffe, dass wir bald wieder normal leben können hier. Die Kinder brauchen ja auch mal ein bisschen ihr normales Leben. Ich hoffe, dass die Zahlen so weit runtergehen oder wir geimpft werden oder was auch immer, dass wir in Ostern und allerspätestens im Sommer wieder in Urlaub fahren können. Tag für Tag gehen die Infektionszahlen in Deutschland merklich zurück. Mittlerweile liegt die 7-Tage-Inzidenz in 46 deutschen Landkreisen unter der kritischen Marke von 50. Positiver Spitzenreiter ist momentan Emden mit einem Wert von 12, gefolgt vom Landkreis Aurich mit 15 und Baden-Baden mit 20. Entwarnung könne aber noch lange nicht gegeben werden. Im Gegenteil. Wir sehen jetzt, dass in ungeimpften Bevölkerungen selbst im Lockdown sich B.1.1.7, also diese englische Variante, aber erst recht die südafrikanische und die brasilianische Variante ausbreiten. Dann muss man den Lockdown schon massiv verschärfen, um das überhaupt in den Griff zu bekommen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hält eine Verlängerung des Lockdowns sogar noch bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50 für denkbar. Und auch die Kanzlerin stimmt in ihrem Podcast die Bürger auf eine weitere Verlängerung der Maßnahmen ein. Sie werden nicht für immer sein. Dieses Jahr wird uns große Erleichterungen bringen, da bin ich sicher. Aber das macht es jetzt kaum leichter. Dabei ist die Bundesregierung dringend auf die freiwillige Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen. Das zeigt eine Umfrage unter Deutschlands Bürgermeistern. 60% von ihnen berichten, nicht genügend Mitarbeiter zu haben, um die Einhaltung der Lockdown-Maßnahmen überhaupt kontrollieren zu können.